Hallöchen ihr Lieben, heute will ich euch mal zeigen, wie ich diese Hintergründe für meine Osterkarten gemacht habe. Und zwar brauchen wir dafür einen Acrylblock. Dann habe ich mir hier schon so eine Mattung zurechtgeschnitten, und zwar aus diesem Karteikartenpapier. Die habe ich auf 10 x 14,4 getrimmt und habe auch schon die Ecken abgerundet. Dann brauchen wir, also ich nehme dazu dieses Liquid Watercolor vom Action. Wasser, zwei Pinsel oder drei, ein Zewa-Tuch. Dann diesen Pearl Essence Watercolor Kasten, um nachher noch ein bisschen Schimmer drauf zu kriegen. Und ich habe mir hier so eine Palette gekauft. Die brauchen wir auch. So, dann fangen wir mal an. Ich mache mal hier ein bisschen Platz auf meinem riesengroßen Schreibtisch. Ich suche mir mal zwei Farben aus. Ich mache es ein bisschen zu hell. Ich nehme mal hier das Dunkelrot. Wir könnten ja eigentlich... Rot und Gelb passt, glaube ich, ganz gut zu Ostern. So, ein bisschen Platz machen hier. Dann nehme ich mir hier so eine Mattung. So, einmal aufmachen. Oder auch nicht. Ach, doch, geht. Gar nicht so einfach. Ich nehme das jetzt mal direkt hier raus. Wenn man das mischen will, kann man das ja auch da nehmen. Ich nehme mal ein bisschen von dem Rot und tupfe das einfach hier so auf den Acrylblock. Und ein bisschen Gelb. Könnt ihr das jetzt überhaupt sehen? So, ich mache das mal hier drauf. Bisschen Gelb. Ah, ich habe noch was vergessen, was wir brauchen. Wo habe ich es jetzt? Wartet, ich muss hier noch ein bisschen wühlen. So. Eine Sprühflasche mit Wasser. Ich habe hier so ein altes Dings von genommen. So, dann sprühe ich da ein bisschen Wasser drauf. Mal hier hinten ein bisschen trocken. So, und dann drehe ich den einfach um. Schwupp. Leg den hier links oben an und ziehe das Ganze einfach hier ein bisschen runter. Ein bisschen. So. Kribbel auch wieder ein bisschen sauber machen. Jetzt haben wir hier oben noch. Das soll natürlich nicht passieren. Das passiert natürlich nur, wenn jemand zuguckt. Okay. Ach, guck, das ist aber ein ganz schönes Muster geworden. So. Ist natürlich jetzt ein ziemlich großes Panel geworden, aber wir legen es mal zum Trocknen. So. Und machen dasselbe nochmal. Jetzt machen wir mal ein bisschen weniger. Welche Farbe war das? Habt ihr euch das gemerkt? Das war Gelb. Also nochmal Gelb. So. Und noch ein bisschen Rot. Zack. Noch ein bisschen weniger Wasser. Einmal sprühen. Na, mal gucken, was wir mit Eimer sprühen rauskriegen. Es ist ja immer so ein bisschen einfach mal schauen, was passiert. So, wir legen das hier drauf. Und ich drehe das immer so ein bisschen und ziehe es hier dann runter. So. Sieht doch auch schon ganz gut aus. So.
kann jetzt hier hinten noch ein bisschen wegwischen. Dann wird es da hinten ein bisschen heller. Und wir legen es auch zum Trocknen irgendwo hin. Aber irgendwie ist mir das immer noch zu viel. Vielleicht ist mein Acrylblock zu groß. Hatte ich beim letzten Mal einen kleineren Acrylblock genommen. Ich nehme mal einen kleineren. Vielleicht kriegen wir dann in der Mitte, wie bei dem hier in der Mitte, einfach nur so ein hin. So. Nächster Versuch. Bisschen gelb. Bisschen rot. So. Ein bisschen Wasser. Ein Papier. Egal. So. Zack. Einmal hier oben in der Ecke angesetzt. Und hier runtergezogen. Ja, so haben wir das doch schon ganz gut. Dann können wir natürlich, bevor wir es trocknen lassen, noch mal ein paar Sprenkel drauf machen. Hier würde ich jetzt sagen, nicht so viel Rot. Mal gucken. Ein paar rote Sprenkel. Aber jetzt, okay, jetzt ist es nass, jetzt glänzt es zwar noch, aber es hat keinen Schimmer, weil es ja einfach nur Wasserfarben sind. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe euch ja gezeigt, ich zeige euch, wie ich diesen Kartenhintergrund mache. Zeige ich euch auch noch, aber ich zeige euch jetzt hier, was ich euch gezeigt habe, ist, wie ich diese Kartenhintergründe gemacht habe. Und zwar hier im Licht seht ihr das vielleicht, dass es so schön glänzt. Und die wir bis jetzt gemacht haben mit den Wasserfarben, die sind ja matt. Da glänzt gar nichts. Also nehmen wir uns diesen schönen Farbkasten vom Action. Und ich nehme mir einfach eine ganz helle Farbe. Mache mit meinem Wassertankpinsel da ein bisschen Wasser rein. Na, Wasser. So, die Farbe ist schon fast alle, deswegen habe ich mir extra zwei Kästen geholt. So, wenn wir jetzt ein bisschen haben, dann gehe ich einfach hier nochmal über dieses von mir gemalte. Ich gehe da einfach nochmal so drüber. Ihr seht, von der Farbe her passiert nicht viel, also dieser schöne Verlauf bleibt auf jeden Fall. Und jetzt kann man auch schon ein bisschen erkennen, dass es schon ein bisschen anfängt zu glänzen. Aber wir müssen das natürlich erstmal trocknen lassen. Und das mache ich mit den anderen auch. Bei den Orangenen, mit dem Gelb. Kann man hier die hellen Gelbtöne nehmen. Die sind nicht ganz so deckend, wenn man sie schön mit Wasser verdünnt. Und dann kriegen wir diesen schönen Schimmer da rein. Das ist einfach noch ein bisschen zu nass. Hier können wir noch ein bisschen drauf machen. Hier in die Mitte. Aber ich will euch natürlich auch noch zeigen, wie ich die gemacht habe. Die sind nämlich komplett nur mit diesem Kasten. Die sind mit den Wasserfarben und die sind nur mit diesem Kasten. Und das ist noch einfacher. Dazu packe ich die erstmal zur Seite. Das auch. Dann nehme ich mir wieder hier von meinen Karteikarten. Noch ein bisschen schöner aus. Oder wenn man nur zwei Ecken, zwei gegenüberliegende Ecken stanzt, geht auch. So. Dann nehme ich mir einen neuen Wassertankpinsel. Und welche Farbe möchte ich haben? Rosa natürlich. Da kommt wieder Wasser rein.
ruhig ordentlich Wasser reinmachen. Und jetzt müssen wir rühren und rühren und rühren, bis sich die Farbe da drin auflöst und flüssig wird. Ihr merkt es, wenn es dann so langsam ein bisschen dicker wird. So. Und dann malen wir hier einfach, na, könnte noch ein bisschen mehr Farbe ran. Dann malen wir hier einfach so einen Klecks auf das Papier. Ein bisschen verteilen. So. Und schon haben wir so eine Karte fertig. Ganz einfach. Und dann einfach noch Nasen, ein paar Blümchen und fertig ist die Osterkarte. Und hier, na, jetzt ist zwar noch ein bisschen nass, aber das hat wirklich einen ganz tollen Schimmer, dieser Farbkasten. Ich bin davon sowas von begeistert. Das machen wir gleich nochmal. Wir können ja auch an, also man kann auch andere Formen, also ihr könnt auf den Hintergrund drauf malen, was ihr wollt. Das ist euch ja überlassen. Das kann jeder nach seinem Gusto machen, wie er möchte. Einfach nur hier die Farbe aus dem Kasten nehmen. Und fertig. Die ist zwar nicht so doll pigmentiert, die Farbe, aber ich finde, für Hintergründe reicht es vollkommen. Ich finde, das ist ein toller Effekt. So, die werde ich jetzt trocknen lassen. Dann werde ich die hier noch fertig machen. Mit den hellen Farben hier. Und das waren eigentlich schon die Hintergründe. So einfach und so schnell kann man sich schöne Hintergründe machen. Hier habe ich jetzt noch keine Punkte drauf gemacht. Kann man aber natürlich auch noch machen. Aber ich finde die so, wie sie sind, eigentlich ganz schön. Wir können natürlich noch mal ein bisschen noch einen Tropfen Wasser reinmachen. Ich nehme mal die zur Seite. Und auch noch ein paar Punkte drauf machen. Das ist ja natürlich jetzt doof. So, wieder repariert. Jetzt haben wir auch noch ein paar Pünktchen. Hier auch nochmal. So, auch ein paar Pünktchen. Es wälzt sich jetzt so ein bisschen, aber das geht eigentlich, wenn es nachher wieder trocken ist. So, das war's schon. Das waren die Hintergründe für diese beiden Karten. Ist wirklich ganz schnell gemacht und ich finde, das Ergebnis ist einfach klasse. Ich finde das echt toll. Also mir gefällt es richtig gut. So, dann sage ich, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Denkt dran, fangt am besten schon an mit Osterkarten. Ostern ist nachher so schnell. Also, ich sage danke fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Grobi. Tschüss.